Beende das. Und es wurde beendet. Etonia, haben wir auch ein Update? Nee. Hey. 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 I'm really proud of you, Desmond. But... What? Well, we're still here, aren't we? Man, I hope I'm not stuck in here forever. Time will tell. Patience and grace. Here. I think you can handle what's in your locked room now. If you have any unfinished business, take care of it and meet me on the roof when you're ready. Gehen wir mal in unsere eigene Wohnung. Und hier ist eine Tür, die verschlossen war. Fits perfectly. Dann was wir jetzt hier finden. Nebel. Okay. Der zu Schlafzimmer abgefuckt und ich sehe da hinten schon mal eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe. Ich würde die Taschenlampe anmachen, ich sehe da hinten eine Schallplatte. Okay, ich hole mir erstmal die Schallplatte. Schallplatte Desmond. Eine weiße Schallplatte. Desmond, bitte hasse mich nicht hierfür. Ich weiß, dass du es niemals zugeben würdest, aber ich kenne dich. Du hast mir 4 Jahre geschenkt, wofür ich dir unendlich dankbar bin. Die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, bedeutet mir alles und ich weiß, dass es dir trotz allem auch so geht. Und jetzt kommt ein großes Aber. Aber ich kann einfach nicht mehr. Ich will glücklich sein, Desmond. Glücklich. Ich weiß, dass du es gut meinst. Aber deine übertriebene Fürsorge und deine paranoide Angst davor, wer was weiß, machen mich verrückt und lassen mich zweifeln. Ich bin etwas so Besonderes. Nee, du bist etwas so Besonderes. So klug und voller Liebe, aber manchmal blendet dich deine eigenen Gefühle und Probleme. Meistens. Wie kannst du für mich da sein, wenn du meist Zeit in deinem Kopf gefangen bist? Die meiste Zeit. Hin und wieder frage ich mich, wie du überhaupt eine Karriere wählen konntest, in der du für andere da sein musst. Ich liebe dich, Desmond. Es tut mir leid. Kümmere dich um Tonya. Magdalena. Magdalena? Wer ist Magdalena? Zum ersten Mal von Magdalena. Meine liebste Tonya, mein Herz ist schwer vor Trauer. Die Leere, die du hinterlassen hast, kam unerwartet. Worte allein können nicht beschreiben, wie sehr ich meine Taten bereue. Dass ich das toxische Verhältnis zwischen der Katze und der Lilie nicht bemerkt habe, war mir eine Lektion. Oh. Doch ich fühle mich so dumm. Ich sitze in meinem Büro und erinnere mich daran, wie du Zeug von meinem Schreibtisch geworfen und mich dann voller Erwartung angestarrt hast. Wie du neben mir saßt und neugierig das Problem anderer zugehört hast und ihre Fehler akzeptiert hast, indem du sie dich hast streicheln lassen. Gehört zu meinen liebsten Erinnerungen. Danke, meine liebe Freundin, für die unzähligen Tage voller spielerischer Gelassenheit, für deine Liebe und dafür, dass du mich gewählt hast. Desmond. Ah, was, der Katze hat Lilien gefressen? Ah. Nicht gut. So, bevor ich jetzt die Akten lese, würde ich hier noch den Zettel mal lesen wollen. Was geht in mir vor? Was nicht? Ich fühle mich nicht gut. Tot. Im Gebäude riecht es seltsam. Ich vermisse sie. Die Welt erdrückt mich. Ja, Freunde, hochgradig auffällig, würde ich sagen. Ne? Patientenname: Tonya Stubenhocker Wales. Alter 10, in Menschenjahren. Diagnose: geringes Trauma an Katzen, im Katzenalter, Kätzchenalter, das von einer möglichen Aussetzung herrührt. Abnormales Level an Faulheit, die manchmal sich in einer kaltschnäuzigen Antriebsschwäche
zu sich zu bewegen oder und der Umgebung wahrzunehmen äußert. Vermutet wird eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Toll. Umstände der Behandlung. Kam an einem verregneten Abend vor 9,5 Jahren zu mir an die Haustür, schwach und unterernährt, sehr redselig und liebenswert. Sie schien unverletzt zu sein und sie hatte sich entweder verlaufen, war vergessen oder ausgesetzt worden. Ich entschied mich, sie, da sie so nett war, zu mir zu kommen, hereinzulassen und sie gesund und rund zu pflegen. Persönliche Geschichte. Herkunft ist gewissermaßen unbekannt. Katatonia. zeigt das normale Verhalten, das sie sehr wahrscheinlich mit einer königlichen Linie des antiken Ägypten verbindet. Nach bestem Wissen würde ich sagen, sie ist entweder ein direkter Abkömmlinge der Bestet oder tatsächlich die Seele der Katzengöttin persönlich, die unsereins die Ehre der Pflege übertragen hat. Ja, so ungefähr so fühlen sich tatsächlich Katzenbesitzer. Ne? Man sagt ja nicht umsonst, Hunde haben Herrchen, Katzen haben Diener. Aber der Name ist schon mal geil. Katatonia. Wie passend, wie passend. Psychologische Notizen. Zu gelegentlichen Erstarren tendiert, steht Tonja manchmal schnurrtastisch still, wie in einem katatonischen Zustand. Sie zeigt dieses Verhalten oft als Kätzchen und weniger oft, als sie erwachsen wurde und entspannter auf ihre Umgebung reagierte. Dieser in einem Katzenkörper gefangene dämonische Zauberer hat ganz sicher magische Kräfte. Nach 10 Beziehungsjahren frage ich mich immer, wie sie mein Herz zum Schmelzen oder mein Verstand zum Nachgeben bringt. Mit nur einem Blick, einem einzigen Miauen. Und auch das, denke ich mal, können alle Katzenbesitzer nachvollziehen. Es ist so. Es ist so. Desmond Wales. Ein Gedankenexperiment in Bier gehüllt. Alter, 41, paradoxerweise paranoid. Umstände der Behandlung. Patient folgt der bewährten psychologischen Art der Selbstanalyse. Patient spielt mit dem Gedanken, sich von dritter Seite professionelle Hilfe zu holen, aber letztendlich befand er, dass dies zu ungewollten Ausspähen seiner Vergangenheit führen würde, was er lieber nicht tat. Nach dem Tod und Verschwinden mehrerer Personen in seiner Pflegeobhut begann der Patient, seine Methoden ernsthaft zu hinterfragen, nicht vielleicht selbst in Gefahr sei. Patient hat Schwierigkeiten, sich mit der Tatsache abzufinden, dass Magdalena nicht zurückkommen wird, egal wie sehr an sich arbeitet. Persönliche Geschichte. Geboren und aufgewachsen in Milton Haven als einziges Kind von Jack und Melinda Mills, Bachelorabschluss in Neurologie und Semiotik an der Pacific State College. Abschluss mit Auszeichnung, klassisches Jahr am Virtual Med, Facharztausbildung im Acheron Falls Medical Center, mag ausgedehnte Spaziergänge am Strand und bei Videospielen so richtig schlecht sein. Ach, sind wir nicht alle ein bisschen Desmond? Psychologische Notizen. Patient zweifelt an der Methodik seiner Behandlung. Gibt er seinen Patienten die bestmögliche professionelle Beratung? Na, das haben wir ja irgendwie gesehen, dass das wohl nicht so der Fall war. Oder treibt er sie bewusst oder unterbewusst in die Selbstzerstörung? Ja. Die Gedanken des Patienten werden von seiner Sorge um seine eigene Sicherheit aufgefressen. Was, wenn das, was ihm passiert, mir passiert? Lauert hinter jeder Ecke eine Gefahr? Magdalena sagte mir einmal, ich bin unfähig, meine eigenen Probleme zu lösen, weil ich knietief in den Problemen anderer stecke. Angenommen, sie hat da recht. Wie kann ich das für mich ändern? Sollte ich das? Ja, Desmond. So, das kann ich jetzt doch aber nicht in so ein mega tiefe. Also, ja, klar, hey, deine Katze ist gestorben. Das ist schlimm. Und wir haben alle mal wahrscheinlich ein Tier verloren. Irgendwie, das ist schlimm irgendwie. Und man leidet da auch wirklich. Aber so, dass man sich jetzt wirklich in so ein Zustand, wie du dich jetzt hier befindest, zurückziehst und deine Katze siehst, wohlgemerkt, irgendwie, das ist schon hart, das ist schon hart. Und jetzt so an Magdalena mit den 4 Jahren kann es jetzt vielleicht auch nicht gelegen haben, unbedingt, oder? Also, ich weiß nicht, noch werde ich aus Desmond nicht schlau, irgendwie. Ja, ich befürchte auch, dass ich es nicht mehr werde. Aber wir haben seine Platte. Und die gehen wir uns jetzt anhören.
So, komm, Desi. Ich kann noch eine Songs mit this. Das war Desmonds Scheibe. So, wunderschön. Wir haben alle Scheiben. Alle Tapes liegen auch ordentlich da. Dann würde ich sagen, lass uns mal aufs Dach gehen. Lass uns mal aufs Dach gehen. Weiß einer von euch, bei dem Song kam ein Wort vor. Kann ich halt noch nie gehört. Kalimität? Kalimität? Irgendwie sowas? Was soll das sein? Wo ist das?
Nein, stimmt. Stopp mal. Yeah! Ja, da ist jetzt Tempo 4. Sehr nice. So, den Bogen um die kleine Katze machen. Tja, super cool. Oh, ist laut. 5 sind nur übrig. Tja. Okay. I wish this ending could have been a happier one. But life doesn't work that way. Getting rid of me will be the challenge of a lifetime. You may have won the battle, but you've only saved yourself. Agent Rainbow is still out there, and you are powerless to stop what's coming. Don't listen to him. He's afraid because he knows exactly what you're capable of. What am I capable of? Time will tell. Patience and grace. So, this is goodbye? You said goodbye before. I wouldn't lose any sleep on it. I'm sorry. It was my fault. I should have known. You did your best. You loved me, and that's all I ever cared about. Besides, I live on. In your head, so that's something. Thank you, Tanya. For everything. You're a real cool cat. Yeah. I know. So. Und das war in Sound Mind. Was für ein Spiel. Was für ein Spiel. Benny, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mir das auf den Tisch geschmissen hast. Also, krass. Krasses Spiel. Also, da sind auch so viele Sachen bei, die muss man erstmal verarbeiten. Die muss man erstmal sacken lassen. Ja? Also. Alle Fälle waren für sich echt krass irgendwie. Also. Heftig irgendwie. Ja, und ich hab's schon mal gesagt, irgendwie, als. Man hat so ein bisschen das Gefühl, irgendwie, als hätte man extrem viele Sachen irgendwie verpasst, indem man halt im falschen Augenblick irgendwo nicht hingeguckt hat oder so. Also, es. Da hat man eigentlich gleich Bock, nochmal zu spielen. Krass. Wirklich, wirklich ein tolles Spiel. Muss man sagen, der Soundtrack war à la Bonheur. Muss man mal sagen. Er war wirklich Hammer, irgendwie. Leute, ich hoffe, ihr habt bei diesem Spiel genauso mit mir mitgefiebert, irgendwie. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt doch in die Kommentare, welches euer Lieblingskapitel war. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder, ihr Lieben. Bis dahin.
Desmond! Desmond, can you hear me? Are you in there? Damn it! Desmond! You're breathing. Yes. I heard you, man. I heard you in the back of my mind. My goodness, what did you do to this place? Judging by the package on the table, I guess they got to you before I did. Bastards. You'll be all right, my friend. Rest. And when you feel better, we'll take the fight to them.